habt alle Hunger gekriegt mit Martin sein Leberkäse, und jetzt wird es noch schlimmer, ich verspreche es. Also jetzt redet an ein Bäckermeister aus, ein Bäcker aus Kam, der Jana Hutterer, der mal 5 Filialen gehabt hat, nach Corona hat er noch 2 gehabt und jetzt dann bald gar keine mehr. Und das ist ewig schade, weil das allerbeste Sauerteigbrot, das du dir vorstellen kannst, mit oder ohne Gewürz, das ist einfach nur geil. Jana, bitte ans Mikrofon, wenn es dich traust. Nein, ich fürchte mich nicht. Ich komme übrigens aus der Oberpfalz und ich rede bayerisch. Ist das okay für euch? Ja, dann passt's ja. Also, sie hat es schon gesagt, die Monika, mein Name ist Jan Hutterer, ich komme aus Kam in der Oberpfalz. Wir haben eine Bäckerei gehabt, sage ich jetzt einmal, weil momentan haben wir schon ein Geschäft. Die Gaudi ist losgegangen 2019, habe ich noch in der bayerischen Residenz da in München drin, habe ich zum 4. Mal den Staatsehrenpreis des bayerischen Bäckerhandwerks gekriegt, da waren wir unter den 20 besten Bäcker Bayerns. Zum 4. Mal. Im Dezember 2022 haben wir zum 5. Mal gekriegt den Preis, den ich mir vom Dr. Markus Sieder, leider ist er schon fort, jetzt haben wir ihn gesagt. Er hat sich nicht mehr an mich erinnert, glaube ich, aber zumindest nicht kennt gerade vorhin. Und zwischen den 3 Jahren, du kannst nur alle 3 Jahre kriegen diesen Preis. Du bist 5-mal unter die 5 besten Bäcker Bayerns, direkt hintereinander dann 2-mal. Und zwischen den 3 Jahren, also in den 3 Jahren dazwischen, war es das absolute Chaos. Corona, keine Ahnung, was aus ihm was alles. Und es ist halt einfach geil und das kann es einfach nicht sein. Ihr merkt schon, ich kann euch nichts von Heizung verzeihen, da habe ich keine Ahnung davon, nur vom Grabbauer. Es ist einfach so, ich bin ein ganz normaler Handwerker, ich mache seit 32 Jahren den Job, bin seit 10 Jahren selbstständig gewesen. Ich habe noch nie mein Leben Probleme mit der Arbeit gehabt, meine Frau auch nicht, meine Angestellten auch nicht. Wir haben immer gearbeitet, wir waren 65 Leute, aktuell haben wir nur 15, wahrscheinlich haben wir ein paar Guss gar keiner mehr. Und was ich der Politik einfach vorwerfe, das ist halt einfach, man hat es allein schon, man kann zu Corona geteilter Meinung sein. Ich habe mich auch eben verlassen und so weiter und so fort. Aber ob das alles gestimmt hat und passt hat, was damals gemacht worden ist, das glaube ich nicht. Man hat aber auf die Experten gehört. Es hat aber ganz viele andere Experten auch gegeben, die was anderes gesagt haben. Und ich denke mal, dass sich viel im Anschluss bewahrheitet hat. Das, was vorher andere Leute auch schon gesagt haben. Und das ist scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Parteien generell vollkommen wurscht. Aber ich muss auch sagen, heute geht es überwiegend um die Grünen. Die mag ich ganz besonders gern. Aber die anderen haben schon vor der Ampelregierung auch ihren Teil dazu beigetragen, dass es so gekommen ist, weiß jetzt. Aber ich darf bloß 3 Minuten reden, dann muss ich Gas geben. Ich verstehe halt viele Sachen nicht. Also zum Beispiel, Corona hat uns weder gewaltig mit diesen Schließungen und den ganzen Krampf. Wir haben sehr gastrolastig, ich will euch gar keine Details erzählen, ist eh einfach scheiße gewesen. Aber was dann richtig eingehaut hat, war dann praktisch letztes Jahr, ab Februar, mit ihrer Inflation und mit ihrer Energiepreiskrise. Ihr könnt euch vorstellen, eine Bäckerei braucht unheimlich viel Strom, braucht unheimlich viel Energie für einen Backofen. In meinem Fall war es Heizöl, 60.000 Liter Heizöl. Und wenn du für das Heizöl auf einmal 2,5 bis 3 Mal so viel zahlst wie davor, das kann so ein Betrieb wie meiner einfach nicht stemmen, das geht nicht. Und dann haben wir halt, dann haben wir gesagt, dann verkleinern und so weiter, aber es ist mit der ganzen Teuerung, mit dem ganzen Krampf, ist so viel dazugekommen, dass wir halt einfach jetzt gesagt haben, wir schmeißen das Handtuch, ich habe mich anstellen lassen, weil es einfach nichts anderes mehr hilft. Weil irgendwann hast du mal ein Leben an und wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, wir haben alle kein Problem mit viel Arbeit, aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass vielen von euch auch so geht, dass es einfach nicht mehr kennt. Ich muss sagen, wenn ich das alleine anschaue, oder seit 2014 hat man gewusst, dass da Ernten rumpelt oder im Osten. Und trotzdem hat man das Gas gekauft und dann ist ich will über den Putin gar nicht reden, weil das wurscht ist, was die Ernten da haben. Aber ich finde es aber auch eine Heuchelei, dass man dann nach Katar fährt und kauft bei den Scheichs das Gas, weil das ist doch die Scheinheit meiner Meinung nach. Ja, das gebe ich dann schon zum Schluss, weil ich mal aufhören. Ich war noch nie auf einer Demo. Das erste Mal in meinem Leben, noch nie in meinem Leben von so viel Leid kriegt.
ihr Land, weil was wir momentan haben für ein System, das ist nicht mehr normal. Ich muss sagen, ich habe das aufgeschrieben, weil das muss ich runterlesen, weil sonst komme ich in meinen Redeschwall rein. Ich habe aufgeschrieben, Gender anstatt Bekämpfung war ein Problem. Ich brauche mir nicht den Schmarrn mit ihrer Genderei. Gar nichts braucht es. Bei uns ist mittlerweile ja so, dass du dein Geschlecht schneller wechseln kannst, als der Feigheit anlassen kannst beim TÜV. Dann kommt der Schwarm mit der E-Mobilität. Ich habe eine Bäckerei, und ich habe eine Bäckerei gehabt, oder ich habe nur eine kleine. Die Leute müssen in der Nacht in die Arbeit fahren. Wir haben Rauch, wir sagen, das geht im Winter, in der Früh um zwei, in der Früh um eins, ich weiß doch, ein Plätzchen. Und wir brauchen auf uns, am Land draußen brauchen wir eine Mobilität, wir brauchen ein Auto, und das geht nicht anders. Das funktioniert nicht. Dann haben wir den Fachkräftemangel, wir haben den Wirtschaftsminister dahin stehen, der kommt vielleicht gleich was dazu sagen. Wir haben einen Haufen Leute in unseren Betrieben, die würden alle gerne mehr arbeiten. Die haben kein Problem, wenn sie mal statt 40 Stunden 50 oder 60 Stunden arbeiten dann. Aber wenn der Staat dann für die Mehrarbeit das Geld kassiert, das kann es nicht sein. Meine Mitarbeiter dürfen einen 520 Euro Job beim Nachbarbetrieb machen, aber nicht bei mir. Warum kann der nicht bei mir auch 520 Euro Basis machen? Steuerfrei. Warum geht das nicht? Das war meiner Meinung nach mit einer Sitzung alles abgetan. So, und jetzt ganz zum Schluss gehen wir nur zu den Grünen. Ich bin ein Jäger, privat. Ich gehe auf die Jagd, ich esse Fleisch. Und mein Opa hat mir schon gesagt, wenn man mit den natürlichen Ressourcen umgeht, das habe ich als kleiner Bursche gelernt, groß bin ich heute noch nicht, aber das habe ich damals schon gelernt, dass man heute mit seiner Natur sorgsam umgeht. Und ich unterstütze die Grünen sogar dabei, dass ich sage, pass auf, wir brauchen nicht in jedem Kaudorf drei Discounter und Flächenfraß, das brauchen wir nicht. Weil wir haben eh keine Leute, die wir da drin haben. Was ich aber nicht will, die wollen in meiner Heimat keine DDR 2.0 in Bayern. Das will ich nicht. Die wollen keine Genoziderei, das brauchen wir alles nicht, das wollen sie alle nicht. Und zum Schluss sage ich euch noch eins, kauft bei eurem kleinen Bäcker, bei eurem kleinen Metzger, kauft bei einem Wiesbauern daheim, weil wenn es das nicht da macht, gibt es die auch bald nicht mehr, dann gibt es nur mehr die Großen, und das wollen wir alle nicht. Bitte. Wisst ihr, was ein Bau ist?